Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Witcher 3. Wir gucken heute mal zurück zum Corvo Bianco Anwesen. Weil angeblich meine ganzen Sachen jetzt schon eingetroffen sind. Und dann rede ich jetzt mal mit Barnabas Basilius. Oh ja, diverse Waffenstände, sehe ich das schon auf der Karte. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr, aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Sicher, warum nicht? Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, Jahrgang 1250. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand. Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht, auch als die Kulisse Feuer fing. Erst als die Flammen an Baron Marifkins Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Das klingt ja so, als hätten Monsieur Beaulieus und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet. Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade. Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Bitte sehr. Danke. Zu Hause ist es am schönsten. Sollte ich jetzt nicht einen Erfolg kriegen dafür, dass ich das jetzt abgeschlossen habe? Ich habe keine Bilder. Ich habe auch keine Rüstung. Aber ich habe Waffen. Trophäen, die ich ausstellen kann. Nehme mal ein paar Waffen aus dem Lager mit. Dann klatsche ich mir hier ein paar Waffen an der Wand. Irgendwo was aufstellen. Da, noch ein Waffenständer. Da ist Platz für 2 bis 3 Waffen. Die gehören zusammen. Was haben wir hier? Eine Küche. Ich schätze mal, hier kann ich keine Waffen ausstellen. Geht's hier hoch? Kann ich hier irgendwo Waffen ausstellen? Nee, ich kann halt Bilder aufhängen.
irgendwo einen Künstler finde, bei dem ich mir Bilder einkaufen kann. Okay. Also, wenn das hier das Gästezimmer ist, ja, schon schick. Weil ich ja eher sagen würde, das Gästezimmer ist das abgeschlossene Zimmer. Weil ich finde wenig unangenehm oder unangenehmer als meinen Gästen nicht ein Zimmer mit Privatsphäre geben zu können. Oh, halt. Ich kann ja auch gleich mal hier essen. Ja, dann ist jetzt die Frage, warum kriege ich den Erfolg nicht? Wo haben wir es? Da unten. Da gehen wir zur Botschaft und laufen dann hoch. Lass mich am Leben. Ich hätte ganz gerne ein paar Kunstobjekte, die ich in meinen Haus schmeißen kann. Was wird der morgen bringen? Benimm dich bloß. Heißt schließlich in Beauclerc. Hallo. Geralt, wie gefällt dir unser Bild? Ist es nach deinem Geschmack? Es ist hübsch, zeugt von viel Vorstellungskraft. Ich erinnere mich nicht, mich ausgezogen zu haben. Einige andere Details stimmen auch nicht ganz. Die Fantasie ist das wichtigste Werkzeug des Künstlers. Das habe ich schon mal von einem gewissen Barden gehört. Er verfeinert und erfindet hauptsächlich. Vielleicht willst du das Bild kaufen. Für dich trenne ich mich davon. Zu einem Sonderpreis. Warum nicht? Ist ein interessantes Andenken, wenn auch kein Schnäppchen. Tja, es gibt nicht viele, die meine Technik zu würdigen wissen. Darum hungere ich bisweilen. Na schön. Wenigstens kann ich so bestimmen, wer es sieht. Danke. Ich häng's ins Gästezimmer. Zwar nicht irgendwo Platz habe, ansonsten kommt's in der Haupthalle. Wirklich? Ihr seid doch alle nicht. Ich kann nur meine Fehler für sich sprechen lassen. Doch, hier wieder. Da unten ist ein Händler. Gehe ich hier rechts rum. Ich will halt ein paar Kunstobjekte haben. Ein Hexer. Das bedeutet Ärger. Also wirklich Kunstobjekte und keinen Müll. Man findet in ganz Toussaint keine bessere Qualität. Brauchst du Beratung? Nee. Willkommen, guter Mann, bei Dupont und Söhne, Emporium der Vielfalt, mit Zufriedenheitsgarantie. Zeig mal, was du zu bieten hast. Kunst. Arethusas Turm bei Sonnenuntergang. Hütte der Kräuterfrau.
Van Roch. Ah ja. Gewürzhändler im Schiff verlässt den Hafen. Ja, Schlachtengemälde sind doch hübsch. Beauclair-Palast. Stille. Cirilla. So, was haben wir hier, was nicht questmäßig ist? Ach, scheiße. Warum habe ich denn so viel Müll? Ist ja wirklich. Also einerseits habe ich extrem viel Müll, andererseits kauft der Händler auch extrem viel Müll. Gut, da unten muss ich dann jetzt langsam mal aufpassen, dass ich nicht zu schnell verkaufe. Okay. Bist du? Hoflieferant der Herzogin persönlich. Okay, weil dann habe ich jetzt ein paar Bilder, die ich aufhängen kann. Das Biest hat einen weiteren grässlichen Mord verübt. Bei dir verkaufe ich mal ein bisschen anderes. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn im An? Ja, gut, da verkaufe ich ihm vielleicht nichts. So. Wiedersehen. Viel Glück. Ich habe neulich einen Artikel gelesen. Wendet eure zitternden Herzen dem guten darüber, wie überbewertet Witcher 3 ist, weil viele es wohl als das Rollenspiel des Jahrhunderts bezeichnen. Und der Autor des Artikels meinte so, naja, gut. Paar Gründe hatte sich selbst zu verschulden, warum er es nicht so gut findet, aber sowas wie zum Beispiel die Steuerung, dafür kann er halt nichts. Und wirklich, die Steuerung in Witcher 3 ist echt beschissen. Also wirklich bei aller Liebe, aber die Steuerung in Witcher 3 ist beschissen. Liam und Mathilda gemeinsam im Geschäft? Ha! So. Ah ja, genau. Ich wollte gucken, kann ich das im Gästezimmer aufhängen? Hier irgendwie übers Bett oder so? Ah, hier. Passt auch irgendwie zu den Liegen. Hier kommt ein bisschen was Abstraktes hin. Dass man sieht, ach, ich bin ein Kunstkenner. Ah. Das Bild ist süß, das bleibt dort hängen. Das passt hier ganz gut hin. Ja, wobei, ich werde das Bild vielleicht doch abnehmen. Was ist diese Kritzelei? Die ist zwar süß, aber... Hier passt eher ein Stillleben hin. Ah, das war's aber schon mit... Bildern, die ich verteilen kann. Wow. Ist aber auch echt viel verschwendeter Platz. Vor allem. Was ist da denn? Komme ich da hin? Nee.
Also, da ist halt extrem verschwindender Platz. Das da an der Wand sieht halt echt aus wie ein Platzhalter. Komme ich auch von außen nicht hin, oder? Das ist die Küche? Nee. Das ist halt einfach mal ein Platzhalterraum. Okay, das finde ich ein bisschen dumm. Dass da so ein Platzhalter ist. Auch Pferde sterben, wenn sie immer galoppieren müssen. Ja, ich wünsche es mir. Ach, Quest. Nee, nicht im Tag, Quest. Wo hängen wir uns als nächstes dran? Gut, dann untersuchen wir die Insel. Ich habe halt echt null Bock, hier das Gwyn-Turnier zu machen. Ich meine, ich cheat mich da durch, ja, aber das wird halt einmal nur schmerzhaft. Warum kann ich mir das nicht speichern? Aber ich werde das Gwyn-Turnier natürlich machen. Und dann google ich mal, wie ich an den Erfolg komme, Corvo Bianco einen alten Glanzer strahlen zu lassen. Weil, habe ich ja jetzt. Also, was muss ich jetzt noch tun? Der klingt wie eine Kuh aus Minecraft. Oh, das war's, Knick. Ich wandle auf dem Wasser, genau wie... Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, dich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Hey, hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die 5 ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du zu tiefem Mitgefühl fähig bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Die Vernunft leitet dich, wie sie alle Weisen leitet. Du hast gezeigt, dass die 5 ritterlichen Tugenden in deinem Herzen wohnen. Dann gehört das Schwert mir? Ich kann es mir hochholen? Das Schwert gebührt der Hand deines Meisters. Du musst im Kampf über der Wasseroberfläche beweisen, dass deine Künste würdig sind. Bist du bereit? Klar, ich habe ja gerade gespeichert. Allzeit bereit. Dann zieh dein Schwert. Einer wie du, kein Hetzer, sollte doch mit deiner alten Ziege fertig werden, oder? Hat das was mit der Dame im See zu tun, die mir Einheit gibt? Deine Meisterschaft mit der Klinge ist über jeden Zweifel erhaben.
Sieh nur, dein Eron dickt. Wir kennen uns schon. Gewiss, auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Die Dame vom See. Das bin ich. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat. Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Und ich hoffe, diesmal verlierst du sie nicht. Okay, ich muss sie schleppen. Einfach großartig. Ich finde die Betitelung als Eron dickt ein wenig. Das tut weh. Kann das Ding irgendwas? Nee. Da, Inventar. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Laufe der Zeit, so wie bei. Übersteht. Der Schaden wird um. Bis maximal 10, je nach Charakterstufe erhöht. Okay. Dauerhaft erhöht heißt. Dass das Schwert hier von 540 bis 660 auf, sagen wir mal, 560 bis 680 hochgeht, oder wie? Ups. Das Problem ist, wenn ich mein Stahlschwert ablege, mein Silberschwert ablege, dann kill ich mir meinen Buff. Und der Buff ist halt schon echt verdammt gut. Deswegen werde ich Erondikt. Ich finde, Erendight klingt immer noch schöner. Deswegen werde ich es weiterhin so nennen. Deswegen werde ich Erendight nicht führen. Schade. Aber hey, cool, ich hab's. Gut, damit bedanke ich mich an der Stelle mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.